und alle Typen kommen um einen herum. Man denkt sich nur, nein, lasst mich in Ruhe. Hi Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus Australien, aus dem Vogelpark. Heute geht es mal um Party. Ich weiß nicht, ich sehe natürlich aus wie der allergrößte Partylöwe, den ihr je kennengelernt habt. Aber im Ernst, ich war auch schon auf der einen oder anderen Party. Und deswegen würde ich in diesem Video gerne über Dinge reden, die unglaublich an Partys aufregen. Und das ist übrigens alles Moritz schuld. Ja, ich war früher ein unschuldiges Kind. Ja, unschuldig. Ich war nie feiern. Und dann lerne ich Moritz kennen. Ja, dann tritt Moritz in mein Leben und plötzlich bam. Ja, also falls Moritz, falls du das siehst, du bist es schuld. Es geht jetzt hier tatsächlich hauptsächlich um Diskotheken und irgendwie eben, ne, und sowas und nicht um Hauspartys, aber ja, das seht ihr jetzt selbst. Los geht es mit diesem Video über Dinge, die auf und an Partys nerven. So, das erste, was auf Partys natürlich unglaublich nervt, sind Eintrittspreise. Oder überhaupt die erhöhten Preise. Wart ihr schon, wenn ihr mal feiern wollt, ihr wisst, wovon ich rede. Der Eintritt kostet teilweise in manchen Diskotheken 15 Euro, was ich schon viel zu viel finde. Und dann ist man einfach nur, um drinnen zu sein. Da gibt es teilweise einfach nur ein oder zwei Dancefloors und man denkt sich so, warum? Und dann, und das ist das Allerschlimmste, das sind die Getränke. Ja? Es ist egal, ob ihr jetzt nur einen Softdrink kauft oder ob ihr mal auch was Alkoholisches kauft. So ein Longdrink zum Beispiel kostet dann meist so 8 bis 10 Euro. Oder einfach ein Shot. Ja, ich weiß, ich rede hier auch mit vielen, die gerade mal 8 sind. Wissen vielleicht jetzt nicht, wovon ich rede, jedenfalls, wenn alles normal lief. Aber so ein kleines Getränk, stellt sich vor, so ein kleines Getränk, das kostet teilweise dann 5, 6 Euro. So ein kleines Getränk. Ja, oder auch schon Wasser. Auch das kostet einfach viel zu viel und das nervt natürlich unglaublich. So, ist man einmal in einem Club drin oder irgendwie bei einer Hausparty, dann wird ja auch normalerweise Musik gespielt oder man will ja vielleicht ein bisschen tanzen. So, und dann beginnt das Problem mit der Musikrichtung. Ganz ehrlich, bei mir ist es so, dass ich echt nur bei jedem dritten oder vierten Mal, wenn ich feiern gehe, wirklich da die Musikrichtung finde, die mir wirklich gefällt. Klar kann man sich im Vorhinein informieren, was gespielt wird, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, wenn ihr irgendwie mit einem guten Freund oder so feiern seid und dann euer Song kommt und ihr einfach so richtig abgeht und alles und alle denken sich nur, what the fuck geht bei denen? Aber es ist so ein Moment, den jeder kennt und ich glaube, ich muss die Kamera gerade ein bisschen heller machen, weil es hier ein bisschen dunkel wird in unserem schönen Vogelpark. Moment. Ha! So ist es schon viel besser. So, das nächste Problem, das betrifft jetzt, glaube ich, vor allem Mädchen. Ich weiß nicht, ob ihr das als Mädchen kennt, wenn ihr mal feiern wart. Aber als Mädchen ist es einfach wirklich richtig kacke. Wenn man als Mädchengruppe tanzen geht oder als Mädchen alleine, dann wird man immer von irgendwelchen Typen angetanzt, angeflirtet und alles. Und manchmal will man einfach nur mit Freundinnen irgendwie ein bisschen Spaß haben und dann nervt es einfach unglaublich. Man ist als Frau echt wie so ein Magnet und alle Typen kommen um einen herum. Man denkt sich nur, nein, lasst mich in Ruhe. Und ich weiß nicht, da gibt es natürlich auch so Tricks, dass die Freundin dann so zwischen einen tanzt und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist auch, Es ist einfach nervig. So, das nächste, das betrifft jetzt mal den Alkohol. Natürlich habe ich hier als Youth und TV mit knapp 900.000 Abonnenten auch irgendwie die Aufgabe, an eurer Vernunft ein bisschen zu appellieren. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, trinkt nicht zu viel Alkohol oder trinkt überhaupt keinen Alkohol. Wenn ihr was trinkt, dann haltet es in Maßen und immer so, dass ihr es noch unter Kontrolle habt. Aber es gibt immer Leute, die halten sich überhaupt nicht an diese Regel. Und ich finde, es nervt nichts mehr als richtig besoffene Leute. Weil manchmal, also es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die benehmen sich ja teilweise so daneben, dass es einfach nur nervt. Und es ist egal, ob ihr auf einer Hausparty seid oder in einem Club. Es gibt immer so total Besoffene, die sich total daneben benehmen. Das nervt auch so am Feiern gehen. Der nächste Punkt, der nervt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das betrifft jetzt mehr Hauspartys. Es gibt immer diese eine Person, die so viel getrunken hat, dass sie alles vollkotzt. Und was auch nervt, ist jetzt ein anderer Punkt. Wenn ihr im Club seid, kennt ihr das? Wenn ihr seid gerade drin mit 5 Minuten und schon habt ihr all eure Freunde verloren. Und das Ding ist, wenn man einmal drin ist, kann man die auch nicht mehr anrufen, weil niemand geht mehr im Club an sein Handy. Und es ist einfach so nervig. Und dann kann man einfach, ist man eigentlich den ganzen Abend nur damit beschäftigt, die Freunde zu suchen, denen hinterher zu laufen. So, Leute, und der allerletzte Punkt, der mich persönlich auch so nervt, das ist eben auch, wenn man irgendwie in Clubs feiern ist, wie soll man abends, gerade wenn man mal unter der Woche feiern ist, wie soll man abends nach Hause kommen? Es ist jedes Mal ein Dilemma. Es fährt abends keine Bahn mehr, es fährt abends kein Bus mehr, es fährt abends leider auch die eigene Mutter nicht mehr, weil die schläft. Und entweder läuft man nach Hause, was manchmal dumm ist, wenn man irgendwie in Berlin feiern ist und in Köln wohnt, wobei das kommt nicht so oft vor. Und im Endeffekt läuft es dann doch darauf hinaus, dass du irgendwie auf einer Parkbank einpennst oder so. Und ich weiß nicht, es ist alles immer sehr kompliziert. So, Leute, das jetzt zum Thema Feiern. Jetzt ganz kurz natürlich als Frage an euch. Kennt ihr diese Probleme auch? Was kennt ihr noch beim Feiern? Was nervt euch? Oder wart ihr einfach noch nie feiern? Und ich weiß, es kann natürlich auch gut sein. Schreibt auf jeden Fall all das, was euch dazu einfällt, gerne unten in die Kommentare. Und jetzt mal ganz kurz. Der liebe Herr Psycho, der ist ja auch dabei. Und weil das Ganze ja nicht leer für ihn ausgehen soll. Meinst du, als kleine Challenge in diesem Video, schaffst du es, einen Vogel, weil bisher habe ich noch keinen Vogel gesehen, einen von diesen komischen Vögeln genau hierher zu locken. Als würde das so kotzen. Als könnte man die so locken. Doch, versuch mal, einen Vogel herzulocken. Das läuft nicht.
Okay, aber ich meine, er hat es immerhin versucht und wer Bock hat, bei ihm vorbeizuschauen, der Link ist in der Beschreibung. Falls ihr sehen wollt, wie ich weitere Vögel anlocke auf meinem Kanal, gibt es ausschließlich Es ist ein Vogelkanal. Wo teilweise auch selbst vögelt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben oder einen Daumen für Konrad geben. Ansonsten, liebe Freunde, sehen wir uns als nächstes wieder am Montag. Ihr habt Wochenende, wir haben auch Wochenende, es ist Freitag und euch jetzt einen wunderbaren Tag. Bis dann und ciao Leute. Tschüss.